Mr. Tobson. Und wenn ich jetzt unten rechts auf meinen Bildschirm gucke, dann steht da 23.55 Uhr. Und das wird auch morgen irgendwann da stehen und darauf den Tag. Gestern hat das wohl irgendwann auch da gestanden und davor den Tag auch. Und das könnte man jetzt bis ins Unendliche weiterführen, aber das wäre ja langweilig. Ja, ich habe ein Gameplay für euch. Wie immer ganz, ganz viele Spielszenen, weil das ist ja schön, das wisst ihr ja. Und zwar Team Deathmatch. Nein, falsch. Frei für alle. Ja, und jetzt, wo ich das mal so hier sage, muss ich schon mal erwähnen, dass der Spielmodus vom Namen her mich ein bisschen an einen Pornotitel erinnert. Das muss man mal sagen. Ist schon ziemlich fragwürdig, der Name. Ja, frei für alle, auf Hijacked. Wir haben auf jeden Fall Jack ziemlich gut begrüßt. Das muss man jetzt mal schon mal so sagen. Und ist gespielt mit der M27 und Rotpunktvisier und Frontgriff. Frontgriff müsste es gewesen sein und Fast Max. Ja. Mir ist in den letzten Tagen, beziehungsweise gestern, also nicht in den letzten Tagen, weil das wäre ja Plural. Nein, wir bleiben jetzt im Singular. Nämlich gestern, also Tag 2, oder wie man es auch immer nennen mag, ist doch scheißegal. Ja. mir ist nämlich gestern ein Gedankengang durch die Gedanken gegangen. Und geiles Wortspiel, muss ich sagen. Ja, das ist mir gestern durch die Gedanken gegangen. Und zwar, was mir durch die Gedanken gegangen ist, das kann ich euch jetzt mal erzählen, bevor ich jetzt euch jetzt noch weiter zubabbel. Ja, und zwar habe ich drüber nachgedacht, ob es überhaupt für mich sinnvoll ist, jedes Mal schnurstracks geradeaus ein Thema durchzubabbeln. Ich bin letztendlich zum Entschluss gekommen, nein. Und ich werde mir auch für meine Videos nicht mehr so einen Druck machen. Also, man sagt ja immer, man muss ja ein bisschen Druck machen. Das sagt der Woody ja gerne. Das ist natürlich nur spaßig gemeint. Das ist völliger Blödsinn, weil wenn man das so ernst nehmen würde, dann dürfte man sich selber steinigen lassen. Und daher muss ich jetzt einfach mal sagen, werde ich in meinen zukünftigen Videos, in meinen letzten Videos hat man das auch ziemlich gemerkt, dass ich mir in meinen zukünftigen Videos bei den Themen, die ich bearbeiten werde, nicht mehr so viel Stress mache. Ja? Das bin zwar ich in den Videos, aber ich mache mir manchmal wirklich zu viel Stress, das muss ich sagen. Ich muss mal ein bisschen locker bleiben bei den Videos und so und das bin ich eigentlich auch gewesen, aber ich habe mir zu viel Stress gemacht, ich habe mir zu viel Druck gemacht. Und ich mache mir nicht mehr so viel Druck, genau. Und der Druck, der drückt nämlich. Und wenn der Druck drückt, dann drückt es in der Blase und da muss man auch ganz schnell aufs Klo. Und wenn man dann auf dem Klo war, dann verspricht man sich noch mehr bei den Commentaries. Und dann muss man wieder neu anfangen. Und deswegen nehme ich jetzt einfach mal hier das Motto auf YouTube: Sei auch ein Lümmel im Verkehrsgetümmel. Ja, denn auf YouTube ist es ein ziemliches Verkehrsgetümmel, weil hier sau viele unterwegs sind. Und ich mache einfach mein Ding weiter, so wie ich es gemacht habe. Aber ich nehme das Ganze ein bisschen lockerer. Ich soll es nicht mehr so druckmäßig nehmen. Hört sich jetzt scheiße an. Aber ist einfach so, soll man nicht mehr machen. Und ist völliger Blödsinn. Wenn wir jetzt schon mal bei Druck sind. Mir ist übrigens aufgefallen, dass wenn ich schon im Rage-Modus bin, wenn ich spiele, das heißt, wenn ich die ganze Zeit schon mal Spiele habe, wo ich gebasht werde und nur noch sterbe und schon anfange irgendwie meine Eltern oder meine Katze zu beleidigen, die leider nicht vorhanden ist, aber man kann ja auch, wie man weiß, mit imaginären Tieren reden, wenn man gewisse Stoffe zu sich genommen habe, was ich aber natürlich nicht tue. Ja, wenn das schon beginnt, dann sollte man einfach das Spiel ausmachen, denn dann wird das nichts mehr. Weil ihr kennt ja den Film Die etwas anderen Cops, wo der Typ dann sagt, hey, hör auf zu labern oder ich steck dir meine Faust in den Arsch und benutze dich als Handpuppe. Ja, das wird dann nämlich irgendwann auf geraumer Zeit passieren und das muss ja nicht sein. Deswegen werde ich mir nicht mehr so viel Stress machen bei den Videos und nimm das Ganze gechillt. Und ich denke mal, das ist für euch auch viel besser, weil dann ist es noch angenehmer, mich zuzuhören. Jetzt ist das Deutsch schon wieder für den Arsch, aber das ist jetzt kompletter Bullshit.
Bullshit, Ballschmieder. Ballschmieder hieß übrigens der Stabsunteroffizier bei der Bundeswehr, wo ich ja einige Zeit war. Und deswegen bin ich darauf gerade irgendwie gekommen, keine Ahnung, wie ich darauf gekommen habe. Jetzt fängt wieder das Deutsch wunderbar an und es ist wundertoll und wunderherrlich. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Eben war ich übrigens im Bus. Ja, machen wir. Ja, im Bus erlebt man oft Momente, eher so... Ach du grüne Neune! Ja, genau so eher nach dem Motto. Das erlebt man da. Und zwar saß ich eben im Bus, ja. Und dann kommt da so ein Penner rein, ja. Und das passiert jeden Tag. Aber so krass ist es noch nicht passiert. Ich meine, es ist immer, dass ein Penner reinkommt mit einem Hund. Und jetzt haltet euch fest. Der kommt mit einem Bier rein. Ich nenne sie jetzt ungern Penner. Vielleicht einer, der mit seinem Leben nicht mehr klarkommt. Oder... der sich halt so viel so zusäuft. Ich weiß nicht, der sah auf jeden Fall sehr fertig aus. Sagen wir es so, als ob the day after tomorrow. Ja, genau. So eher. Und der kam halt rein, setzt sich ganz hinten im Bus hin, ist halt noch cool, ne? Also, cool ist er. Muss man sagen. Er setzt sich hinten im Bus rein und wenn man sich ganz hinten im Bus reinsetzt, dann ist man halt cool, dann gehört man zu den Coolen. Ja, hat sich hinten reingesetzt. Und das fand ich dann eigentlich ganz witzig. Für den Hund war das eigentlich ziemlich assig, wenn es dieses Wort überhaupt in Duden gibt. Stellt sein Bier auf den Boden, das Bier kippt um und läuft irgendwie den ganzen Gang entlang bis vorne zum Busfahrer. Der Busfahrer ist dann ausgestiegen, hat das noch aufgeschleckt. Nein, hat er natürlich nicht gemacht. Und dann tut dieser Mann, der das Bier hatte, den Hund treten und sagt dann noch: Ey, pass doch auf, was du machst. Du bist... so eine Tollpatsch. Und dann hat er auch noch den Hund dafür getreten. Also sowas kann ich nicht nachvollziehen. Sowas muss echt nicht sein irgendwie. Also das ist unnütz. Muss echt nicht sein. Gesteinigt gehören diese Personen. Gesteinigt. Das sind Unhuldige, die werden gesteinigt. Ja, das war's mal wieder mit einem Gameplay-Commentary von mir. Und das Gameplay ist jetzt auch vorbei. Und deswegen das Commentary auch. Also haut rein und bis zum nächsten Video. Ciao.